Europapark TV. Das ist los in Deutschlands größtem Freizeitpark. Europapark TV. Ein Hauch von Südafrika im Europapark. Während den südafrikanischen Wochen verwöhnt der Europapark seine Gäste mit außergewöhnlichen Köstlichkeiten aus der kapmalaiischen Küche. Mithilfe der weltberühmten Spitzenköchin Cass Abrahams verwandelt das Gastro-Team des Europapark das Colonial House in ein südafrikanisches Spezialitätenrestaurant. In dieser Dschungelatmosphäre können Sie abtauchen in ein besonderes Urlaubserlebnis. In Form eines reichhaltigen Buffets können Sie die ganze Vielfalt der südafrikanischen Küche, die eine Fusion malaiischer, afrikanischer und indischer Kochkünste darstellt, kosten. Spezielle Kreationen, wie zum Beispiel exotische Wildgerichte, raffinierte Aufläufe oder das typische Brei, sind auf dem südländischen Buffet zu finden. Und auserlesene südafrikanische Weine runden dieses Geschmackserlebnis ab. Thomas Mack ist der Initiator dieser südafrikanischen Wochen. Wie kam es zu dieser Idee? Vor ein paar Jahren habe ich in Südafrika ein Praktikum im Zuge meines Studiums gemacht und habe dort auf einem Weingut gearbeitet. Und in vielen Gesprächen mit Roland Seidel vom Weingut Seidelberg ist mir die Idee gekommen, hier im Europapark die südafrikanischen Wochen durchzuführen, weil ich einfach fasziniert bin von dem Land und auch von der Küche. Die Spitzenköchin Cass Abrahams wählt die Gerichte mit einer besonderen Leidenschaft aus und verzaubert ihre Gäste mit unvergesslichen Geschmackserlebnissen. Sie ist eine unheimlich liebenswerte Person. Wir haben sehr viele schöne Gespräche gehabt und sie liebt das Essen und sie lebt richtig für die Gerichte und die Philosophie, die sie in die Essen hineinbringt, das hat mich fasziniert. Meine Küche enthält eine langjährige Geschichte. Ich koche Gerichte, die bis zu der Zeit der Buschvölker und der Hottentotten zurückreichen. Und diese kulturellen Einflüsse prägen meine Küche. Mein Essen beinhaltet eine tausendjährige Geschichte, die von vielen verschiedenen Kulturen beeinflusst ist. Der deutsche Einfluss zum Beispiel erkennt man in der Börewurst. In manchen Gerichten findet man Einflüsse der Franzosen und viele Gerichte sind von den damaligen Sklaven geprägt. Sie alle haben mit ihren Gewürzen zu dieser Küche beigetragen. Das Essen steckt also voller Geschichte und verschiedener kultureller Einflüsse. Nicht nur für die Gäste sind die südafrikanischen Wochen ein Erlebnis. Auch für die Köche des Europapark ist die Zusammenarbeit mit Cass Abrahams etwas Besonderes. Also das Besondere an der Zusammenarbeit ist mit Sicherheit vielfältig kleine Gewürze, die sie mitbringt aus Afrika. Das Know-how, was sie mitbringt, die Erfahrung und ja, die Mentalität, eine ganz andere Mentalität wie hier in Europa. Was erwartet die Besucher bei den südafrikanischen Wochen? Die Besucher erwartet einen kleinen Eindruck vom Geschmack Südafrikas, denn das ist ein Teil von Südafrika. Es gibt Spezialitäten hier, wie Strauß, wie Krokodil, was wir hier auf dem Buffet anbieten, was wir sonst gar nicht im Park haben. Südafrikaner haben keine Angst vor Gewürzen. Sie benutzen all diese wundervoll exotischen Gewürze, wie zum Beispiel Kümmel, Koriander, Safran. All diese sehr aromatischen Gewürze, wie Gewürznelken, Knoblauch und Ingwer. Wir verwenden es in großen Mengen. Wenn ich in anderen Küchen arbeite, kommen die anderen Köche oft her und sagen, oh, das ist aber viel Gewürz. Dann sage ich, nein, das ist unsere Art zu essen. Wir möchten unser Essen schmecken. Wenn Sie ein fremdes Land besuchen, rate ich Ihnen, gehen Sie nicht nur zu den Sehenswürdigkeiten, sondern erleben Sie auch die Menschen und deren Kultur. Essen Sie deren Gerichte und erleben Sie die Geschichte, die darin steckt. Wann die südafrikanischen Wochen stattfinden, erfahren Sie unter europapark.de. Der Europapark wünscht viel Spaß und einen guten Appetit. Europapark TV. Das ist los in Deutschlands größtem Freizeitpark. www.europapark.de